Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 412 am Mittwoch, den 17. Januar 2024. Es ist 22.30 Uhr und wir haben 0 Grad Außentemperatur in Rönne auf Bornholm. Heute bin ich dankbar für ein wunderbares Live, was ich bei Instagram gemacht habe. Man konnte auch bei YouTube zugucken und bei Facebook, hat aber keiner gemacht irgendwie, zumindest nicht während der Live-Session. Aber das Live ist natürlich jetzt auch noch online und man kann das nachgucken. Auf allen drei Kanälen steht es zur Verfügung. Leider gab es eine kurze Panne dazwischen, das war mal für ein paar Sekunden unterbrochen. Dadurch gibt es jetzt zwei Teile, also das Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Aber beides ist zur Verfügung, also schaut euch das gerne noch an, denn ich erzähle dort ein paar News, die ihr wahrscheinlich hier im Podlog schon wisst, aber mein neues Format habe ich vorgestellt und darüber berichte ich eben auch in dem Live-Talk und erzähle euch das aber heute hier auch im Podlog, denn am Freitag, den 26.01., also nächste Woche Freitag um 19.30 Uhr, findet der erste Talk statt. Es ist ein neues Format und nennt sich André talkt, Treffpunkt für Vollzeit-Vanlifer und Dauerreisende. Damit sind alle gemeint, die im Wohnmobil oder im Fahrzeug leben oder dauerreisend sind. Das können auch Leute sein, die zu Fuß um die Welt laufen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind seit ewigen Zeiten oder. Also das ist einfach ein, ja, wenn man so will, ein Stammtisch für Leute, die lange schon unterwegs sind und eben in ihrem Fahrzeug leben. Es können auch Dauercamper auf einem Campingplatz sein, die eben im Fahrzeug leben und nicht nur am Wochenende mal dort sind oder so. Also mir geht es darum, die Leute zu vereinigen, die eben dauerhaft unterwegs sind. Ja, ich hoffe, das Format macht vielen Spaß und wenn ihr mögt, könnt ihr das gerne teilen. Ich werde diese Woche noch bei Instagram und Facebook Werbung dafür machen. Das Ganze bleibt kostenfrei natürlich oder ist kostenfrei und wird es auch bleiben. Aber ich mache natürlich da trotzdem Werbung dazu. Also ich schalte keine Anzeigen oder sowas, sondern ich werde halt drüber erzählen und irgendwie einen Post absetzen, wo man sich dann auch eine Erinnerung stellen kann. Und das ist, ja, das stelle ich einfach zur Verfügung über Zoom einmal im Monat, immer am letzten Freitag im Monat und hoffe, dass viele Dauerreisende und Vollzeit-Vanlifer dazukommen. Und wenn du einer davon bist, dann stoß gerne dazu. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du trotzdem Werbung machst, wenn du vielleicht in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie oder sonst irgendwo solche Leute hast, die das interessiert. Gerne dazu einladen. Dafür danke ich dir jetzt schon vorab und wünsche dir einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.